Wissen Sie, warum wir die heilige Franziska Romana angerufen haben? Sie ist die offizielle Patronin der Kraftfahrzeuge. Eine Frau ist die Patronin aller Autofahrer. In anderen Ländern gibt es Schwierigkeiten, Frauen ans Steuer zu lassen. Und wir Katholiken haben eine Frau als Schutzpatron der Autofahrer. Das ist doch was. Unser Beitrag zum interreligiösen Dialog. Gute Fahrt. Ist das jetzt auch ein Beitrag zur Verkehrssicherheit? Das ist auch ein Beitrag zur Verkehrssicherheit, solange die Wirbelsegnung bei Ihnen nützt. Es ist kein automatisches Bremssystem. Keine Garantie? Eine Garantie, dass, wenn Sie es gut meinen, es Ihnen auch hilft. Die Garantie gebe ich Ihnen. Und die Segnung, ein Dekolleté, entspricht zwar Gottes Schöpfung, aber es ist damit nicht unbedingt gesegnet. Schostakowitsch hat im Jahre 1954, da fand der 37. Parteitag der Kommunistischen Partei in Russland statt. Und die offizielle Eingangs- und Eröffnungsmusik hat Schostakowitsch komponiert. Und wissen Sie was? Heute um 12 Uhr wird diese Musik wieder gespielt, die auf diesem stalinistischen Parteitag gehalten wurde. Wissen Sie, wo die gespielt wird? Bei der Feier zum Tag der deutschen Einheit. In weiten Kreisen bedeutet die Wiedervereinigung die Trabantisierung der deutschen Kultur. Leisten Sie sich alles, nur leisten Sie sich im Kopf keinen Trabi. Ihr IQ hat mehr PS als ein Trabi. Hoffentlich gilt das auch für die politische Klasse. Gott helfe uns. Amen. Sie hören sich ein bisschen an heute wie der Theo Sarrazin der katholischen Kirche. Er hat ja auch mit seinem Verstoß gegen die Political Correctness ein großes Echo gehabt, zugleich aber auch sehr viel Kritik geerntet. Seine Thesen wären überzeugender, wenn er tatsächlich einen christlichen Gegenentwurf geliefert hätte. Und wenn Sie mich mit ihm vergleichen, muss ich Ihnen sagen, ich verdiene nicht so viel wie er. Und ich hoffe, dass ich doch mehr Humor habe als er, denn er hat so was Hugenottisches an sich. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Gibt es neben der Political Correctness auch so etwas wie eine Clerical Correctness? Worauf Sie einen nehmen können. Die Clerical Correctness ist eine ganz gefährliche Geschichte. Sie ist noch gefährlicher als die Political Correctness, was auch für viele Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb der Kirche verantwortlich ist. Man darf bestimmte Probleme nicht beim Namen nennen. Auch nicht in der Kirche? Auch nicht innerkirchlich. Sie sind von Geburt, von Beruf und aus Begeisterung Katholik. Heißt das, dass die katholische Religion für Sie den anderen überlegen ist? Ja. 2000 Jahre Geschichte der Kirche sind 2000 Jahre Geschichte von Versagen und von Heiligkeit. Der Katholizismus ist die einzige Religion, die den Menschen in seiner Zwiespältigkeit und in seiner Natur völlig ernst nimmt. Sie ist die einzige Religion, die eine Antwort auf alle Fragen bietet. Und sie ist die einzige Religion, die einen von Schuld befreit im Sakrament der Beichte.
wenn das nicht reicht. Die katholische Kirche ist in dem Moment verloren, wo sie sich dem Zeitgeist so anpasst, dass sie nicht mehr unterscheidbar ist. Zeitgeistvermähler sind serielle Polygamisten. Bei einer Predigt, bei einer Verkündigung muss man nachher zumindest wissen, wo man gegen sein soll.